Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank 230 Liter, aber er ist nicht wohnmobiltauglich, der kommt aus dem Bootsektor und zwar ist das ein Kühlschrank, der sehr viel Verwendung findet in größeren amerikanischen Yachten. Wir haben oben den Tiefkühler, das sieht man jetzt schlecht, der sieht so aus. Hat sehr gut dick isolierte Türe und unten den Kühlschrank und er hat nur ein Kühlsystem. Das heißt, wir kühlen oben diese Platte und das als Tiefkühlfach und dazwischen drin ist dann eine Trennschublade, die gleichzeitig als Tropfschale wirkt und wir könnten hier unten einen Schlauch anhängen oder man zieht sie einfach raus, kippt sie aus. Und man könnte den Schlauch anhängen und dann hier hinten ein Loch durchbohren, hinten raus und so brauchen als Ablauf. Wir haben zwei Tablare, wir haben hier noch einen Gitterzusatz, aber heute geht es gar nicht um diesen Kühlschrank. Wir haben auch hier eine Lüfterstellung, wir können hier den Hebel rüberschieben und dann bleibt der Kühlschrank so circa einen Zentimeter offen, dass, wenn wir ihn nicht brauchen, er gut belüftet. Der Kühlschrank ist Standard, das ist nichts Spezielles. Der hat einen BD50F Kompressor. Das ist ein bisschen stärkere Version wie der BD35, der meistverbaute Kompressor auf dem Weltmarkt. Das funktioniert so und jetzt haben wir die Anfrage auf Booten. Es gibt ja sehr viele Boote, die mehr im Hafen liegen, als irgendwo unterwegs sind, dass man diesen Kühlschrank nicht nur auf 12 Volt betreiben kann, sondern auch auf 230 Volt. Für das hatten wir früher ein Netzgerät, haben wir jetzt aufgehört oder beim BD35 gibt es die Möglichkeit, die Steuerung zu ersetzen. Wir haben hier diese Kompressorsteuerung drin. Die Secop, ein bisschen Licht machen, die Secop 101N0212. Das ist eine der aktuellen Standardsteuerungen, die es gibt von Secop. Und ich habe dann hier diese 510er, also 101N0510 und die hat hier oben N und L, also ein 230 Volt Anschluss und hier unten diese Anschlüsse sind identisch, sind ein bisschen näher zusammen wie die hier. Das ist unser Katalog hier 2024, den könnt ihr auch downloaden. Und hier auf Seite 62 findet ihr diese zwei Elektroschema. Wenn wir einen Kühlschrank haben, BD35, kleineres Volumen, dann können wir diese Steuerung hier einsetzen, hier unten reinmachen und der Kühlschrank läuft auf 230 Volt Vorrang. Also das heißt, wenn man 230 Volt einsteckt und 12 Volt, hat der Vorrang für 230 Volt. Wir haben aber hier ein sehr großes Volumen an Kältemittel, also an Verdampferfläche. Durch das haben wir das Problem, dass wir sehr lang einen hohen Druck haben beim Runterkühlen. Und diese Steuerung erfüllt diese Anforderungen nicht. Da muss der Druck im Kühlsystem relativ rasch sinken. Bei der hier, der Kompressor läuft auf 2000 Umdrehungen, der Druck sinkt und dann fährt er mit der Drehzahl hoch. Und das reicht bei sehr großen Volumen nicht. Also das ist keine Lösung für diese Schränke. Es kann funktionieren, ist aber definitiv nicht ganz sicher. Früher hatten wir so Netzgeräte, die konnte man hier in die Zuleitung schalten, das war überhaupt kein Thema.
Und heute haben wir diese Vorrangschaltung Umschaltbox. Hier ist jetzt ein deutscher Stecker, das Teil geht nach Deutschland. Das besteht aus der Kartonschachtel. Wir haben hier drin ein LED-Netzgerät, da komme ich dazu, und diese Umschaltbox. Was mache ich jetzt mit dieser Umschaltbox? Ist eigentlich ganz einfach, das ist ein weißer Kasten, hat hier zwei Kabel dran mit Fahne, weil die meisten Kühlschränke, die haben hier auf den oberen Anschlüssen das Licht angehängt. Das muss ich hier auch anhängen. Also ich nehme die Kabel raus, ein bisschen mit Gewalt, trenne die. Hier habe ich dann das Licht, das Kabel vom Licht. Und hier habe ich dieses Anschlusskabel, was Standard von uns dabei ist, mit zwei solchen Fahnen. Die sind eigentlich da so ein bisschen notgedrückt. Und das sind die hier. Das heißt, das Anschlusskabel, was Standard 12 Volt mitkommt, lege ich auf die Seite und hänge die zwei wieder, das rote logischerweise auf Plus und das schwarze hier auf Minus. So sieht dann das aus. Dann habe ich hier oben eine Fahne vom Minus, da kommt das blaue vom Licht drauf. Und unten auf der Fahne kommt das Plus drauf. Und dann sehen wir es hier vielleicht, ich habe dann das so angeschlossen und hier in der Regel hat es Platz, hier nicht. Dann können wir die Box hier auf der Seite machen oder hier in der Tiefe rein. Die Box hier mit zwei Schrauben befestigen. Und diese Box hier, die schraube ich hier, habe ich so ein paar Komplexschrauben. Das sind 3,5 x 9,5 mm. Ein Loch habe ich bereits unten vorgesehen. Das ist vorgestanzt, da kann ich die Schraube hier reindrehen. Oben dasselbe. Da schlage ich ein bisschen drauf, bin ich im Blech drin, zweimal und das Ding ist angeschraubt. Und jetzt habe ich hier ja diese Zuleitung, die geht hier runter und hier habe ich den neuen Anschluss für das 12 Volt. Rot kommt auf die Batterie, Minus kommt auf Schwarze oder Schwarze kommt auf Minus. Und hier habe ich einen Standardstecker, wie bei einer Kühlbox. Und dann kommt das Netzgerät hier zum Zuge. Das ist unser LED-Netzgerät. Jetzt hier, weil es für Deutschland kommt, mit einem Schuko-Stecker. Der Schuko-Stecker kommt hier rein. Ich löse das hier. Dieser Stecker Schuko kommt hier. Da habe ich eine Steckdose, 230 Volt. Da habe ich hier eine kleine Kontrolllampe. Ob es grün ist, heißt, ich habe Strom drauf. Und dann kann ich das hier einstecken. Das Netzgerät deponiere ich hier oder ich klebe es mit einem doppelseitigen Klebeband hier unten an. Und jetzt habe ich 230 Volt. Der Kühlschrank fängt an zu laufen. Und sobald ich hier 230 Volt Netzstrom auf das Netzgerät gehen und hier auf diese Umschaltbox schlagt die Umschaltbox, hey, ich muss umschalten, ich trenne hier ab auf der 12 Volt Zuleitung und das ganze Gerät wird über die Umschaltbox versorgt. Sobald ich Netzgerät rausziehe, also ich lege beim Boot ab, bin unterwegs, dann ziehe ich den Stecker raus, dann schaltet die Umschaltbox wieder zurück auf die 12 Volt oder 24 Volt auf die Batterie. Das ist unser LED-Netzgerät, weil da gibt es noch so eine Bewandtnis. Wir haben dazu einen LED-Scheinwerfer. Der passt hier per Zufall drauf.
hat aber nichts damit zu tun, LED, sondern das heißt, das löst ein Desaster. Wir haben ein gesetzliches Problem, wenn dieses Netzgerät hier fest dran ist, dann müsste das Teil eigentlich als Haushaltsgerät durchgehen. Das Haus, ich brauche die ganzen Zertifizierungen für ein Haushaltsgerät und so brauche ich das nicht. Weil es ist ein 12-Volt-Gerät, hier hat es kein 230 Volt, das 230 Volt ist nur hier und hier habe ich einfach diesen Stecker, den ich hier hinten einstecke und ich habe eine Vorrangschaltung in der Box drin. Von dem her, unsere Netzgeräte, die wir mal hatten, gibt somit nicht mehr, nur noch diese Vorrangschaltung, Umschaltbox. Technische Daten sind hier drin. Unten im Video beschrieben, verlinke ich euch die Umschaltbox. Oh, hier waren noch die Schrauben drin, habe ich separat geholt, um diese Box hier an der Rückwand anzuschrauben. Ihr könnt die Rückwand auch hierhin machen oder nebenhin. Je nach Kühlschrank ist die Situation ein bisschen verschieden. Hier das Video vom LED-Scheinwerfer und wie das so ist. Und hier unten könnt ihr auch wieder mal ein Abo dalassen. Ich bringe immer wieder Infos über Kühlgeräte, Batterien und so weiter und so fort. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.